Ja, für mich etwas anderes kann es nicht sein. Es gibt wieder diese Fragezeichen-Fanta. Ob der Fanta, wo nicht steht, was für eine Sorte das ist. Ich bin so ein typisches Marketingopfer. Sowas interessiert mich einfach voll. Ich möchte einfach selber wissen, was es ist und deswegen probiere ich das jetzt aus. What the f. Ach so, und aus Recyclinggründen ist das Ding jetzt anscheinend permanent dran. Ich finde es nicht schlimm. Ich habe eh nicht so eine spitze Nase. Deswegen steht das auch nicht im Weg. I. Schmeckt so nach Bratapfel. Schmeckt legit nach Bratapfel. Einfach nur Bratapfel. Wer das schon mal probiert hat, schreibt bitte hin, was es ist. Ich bin mir ganz sicher, dass es Bratapfel ist. Sagt Bescheid, vielleicht liege ich auch komplett falsch.